Hallo und grüße wohl zu Transport, wie wir hier auf MyPilate. In der letzten Folge haben wir angefangen, unsere Holzlinie zu bauen, die von Mettendorf Sägewerk nach Bertikowald geht. Wir werden jetzt hier noch schnell. Der Optik halber ist das nur. Den hier machen. Nämlich zweigleisig. Den werden wir schon mal entfernen. So, jetzt müssen wir bloß noch hierher kommen. Wollen wir noch mal gekrümmt nehmen? So hier. Die Frage ist, wie wollen wir jetzt hier rüber? Ich möchte hier ungern kreuzen. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass wir unter Tag gehen. Gucken. Jetzt. So. Wisst ihr, was das wieder soll? Das heißt, in kleinen Schritten. Stimmt die Ausrichtung? Ja. So. Und wir haben's. Nein, alles richtig, alles gut. Signale.
So. Hier haben wir Signale. Die werden aber hier. Den setzen. Wir können ruhig hier noch mal. So. Hier haben wir ja auch. Hier auch. Sehr gut. Haben wir jetzt irgendwo ein Depot in der Nähe? Ja, sieht nicht so aus. Wir brauchen eh die Linie vorher. Hihi. So. Und der hier, wir schauen mal, was er jetzt hier macht. Genau so sollte es sein. Ja, super. Holz Mettendorf. Wir haben zwar hier ein Depot, kommen aber nicht auf unser Gleis. Das heißt, wir müssen. Wir werden hier noch eins setzen. Machen wir es gleich hier hin. Nehmen wir gerne das nochmal. Sehr gut. Wir kaufen zwei Züge. Es bleibt spannend. Jetzt. So. Ich würde sagen, elektrisch. 140 wäre in Ordnung. Achtzig, 125, 90. Also bei Transport Viva 2, das weiß ich zufällig, gibt es einen Filter. Den könnte ich hier jetzt echt auch gut gebrauchen. 160. Wollen wir mal sowas nehmen? Hat ordentlich Power. Vielleicht auch die hier. Wir nehmen mal die hier. Güter. Jetzt brauchen wir natürlich auch Wagen, die mindestens 140 machen. Und 120.
Hier, 160, die sind doch gut, Baumstämme. Wir haben grün und grün, das passt doch, wunderbar. Wir zimmern sie auf 250 Meter. So, sehr schön. Duplizieren. Huch. Haben wir ein bisschen vorgesprungen? Sieht sehr interessant aus. Du musst jetzt hier warten. Wir fahren dann auch gleich mit, obwohl wir die Strecke hier schon kennen. Aber wir fahren trotzdem mit. So, und die Bretter müssten dann jetzt nur nach hier nach Fürth. Denn da wären wir hier. Müssen wir nur noch gucken, wie wir hier irgendwie wieder rauskommen. Hätte vielleicht sogar eine kleine obskure Idee. Und zwar, dass wir dann so hier fahren und dann hier. Vielleicht sogar mit einer Brücke hier nochmal rüber. Sieht bestimmt toll aus, aber eingleisig dann. Das wäre doch eigentlich eine Überlegung wert. So, ja, mein mein Stuhl quietscht. Ihr wisst es. Passt perfekt rein. Wie viel kannst du eigentlich mitnehmen? Immerhin 252, das ist ordentlich. Hast natürlich jetzt nichts hier. Wir steigen ein. Und fahren erstmal mit. Oh, was ist das hier? Grafikfehler. Wow, die 160 haben wir wirklich tatsächlich erreicht. Ich hätte gedacht, das wären wir nicht, aber da habe ich mich geirrt. Sehr schön.
Hier steht irgendwas über. Oh je. Da sind wir. Und wir haben sogar schon unser erstes Holz da. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht jetzt. Wenn sie beladen sind. Ah, sehr nett. Upp, nicht wegrennen hier. Dass die da einfach so liegen bleiben. Naja. Gut. Machen den hier noch ein bisschen. Und dann wagen wir uns mal. An die Strecke. Für die Bretter. Gerade geblinkert? Nein. Und zwar würde ich gerne hier so, wir werden den hier zwei Gleise verpassen. Und ich möchte gerne hier irgendwie hier daneben dran vorbei. Ich stelle mir vor, dass es richtig cool aussieht. Und wir bleiben gerade. Meinetwegen auch hier schon mit einer Brücke. Gucken. Ja, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Nee, so nicht. Komm mal bitte wieder runter hier. Wir bauen uns mal. Und jetzt irgendwie hier rüber. Okay, wir müssen das in kleinen Schritten bauen, weil der hier die Brücke annimmt, so wie es aussieht. Wir machen mal den hier. Hier habe ich Sorge. Das Haus kann uns jetzt egal sein. Das ebenfalls. Das hier gefällt mir nicht.
Ja, das schon eher. Wir müssen nur langsam mal wieder runterkommen. Ah, okay. Dann machen wir das so. Und wir legen einfach hier mit an, fahren aber so hier. Jetzt haben wir die ganze Geschichte ja eingleisig. Wollen wir es zweigleisig machen? Das ist die große Frage. Frage ist natürlich auch, ob wir hier, obwohl. Ich habe jetzt alles gebaut, jetzt machen wir es auch. Ohne lange zu überlegen. So. Entschuldigung. Müssen hier aufschütten. Mit dem hier. So. Und jetzt geh mit dran. Viel. Können wir nicht einfach hier mit? Ansonsten machen wir den hier. So. Folgende ganze Ecke. Wir folgen dann aber hier weiter. Kommen wir hier. So, genau. Wie sieht denn das aus? Oh ja, ist in Ordnung.
schlage vor, wir fahren auch vierspurig hier lang. So, sehr schön. Es sieht sehr abenteuerlich aus, man muss es echt so sagen. Aber es gefällt mir. Es hat was. In der nächsten Folge werden wir dann die Signale setzen, die Linie fertig machen und dann auch mitfahren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Wir verabschieden uns hier mit Mettendorf. Und ja. Mich verabschiedet habe ich gerade. Mich gerade, oder? Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja genau. Ich habe es. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, bleibt nichts anderes zu sagen, als lasst es euch gut gehen, macht das Beste aus eurer Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, ciao, ciao.